Hallöchen, wir machen heute Apfelküchlein mit Zimt und Zucker. Los geht's. Ihr mischt euch den Teig. Zack, zack, ratzifatzi, Mehl, Eier, Milch und eine Prise Salz. So, ich habe 5 große Äpfel, die schneide ich mir jetzt in richtig dicke Scheiben und mache das Kerngehäuse raus. Ich hatte nachher sogar noch 2 Birnen, weil es doch zu viel Teig war und habe dann auch noch Birnen klein geschnitten und mit reingetan. Könnt ihr gleich in den Teig rein tun und einmal schön durchrühren und dann macht ihr richtig viel Rapsöl in die Bratpfanne und backt die Apfelküchlein aus. Ich mache immer gleich diesen Teig, der da noch auf dem Löffel ist, gleich mit ins Loch, damit eigentlich bei mir ist das Loch zu. Es sind keine Apfelringe, es sind Apfelküchlein, aber jeder wie er will. Und dann schön durch Zimt und Zucker wälzen und auf einen Zewa. So, jetzt sind sie fertig. Verbrennt euch nicht den Mund, wenn ihr es nicht abwarten könnt. Den restlichen Teig aus dem Topf habe ich jetzt mit in die Pfanne geschüttet und einfach noch ein paar Trauben drauf getan. Dann habt ihr noch einen Pfannkuchen. Guten Appetit, ihr Lieben, und lasst mir ein Abo da.